Also, hier waren wir schon. Das Gold nehme ich noch schnell. Ich habe da irgendwas gehört. Na, ich mag da jetzt nicht runtergehen. So, hier Erde zumachen. Erde zumachen. Erde zumachen. Erde zumachen. Erde zumachen. Okay, Mensch, es ist dunkel hier. Schnell mal Bildschirm heller, schnell, heller stellen. Und jetzt muss ich nur mal kurz schauen. Also, ich habe ein SMS bekommen. Da schreibe ich jetzt einfach mal kurz zurück, mitten in der Aufnahme. Ich nehme gerade auf. LG Manuel. Und liebe Grüße an RichieXD, der mir gerade das liebe SMS geschrieben hat. Ob ich eine E-Mail erhalten habe. Ja. So, und weiter mit Minecraft. So. Da gehört noch Erde hin. Und jetzt, wie mache ich das am besten? Ich will hier eins weiter reingehen. Dann könnte man das ja so machen, dass ich hier Erde hinkleister. Dann darauf Glas. Oder. Okay, ich mache eine Dreierwendeltreppe. Ach nee, ich weiß, wie es cooler ausschauen würde. Das muss ich jetzt da mal kurz bauen. Nochmals, wirklich, es tut mir echt leid, wenn ich jetzt da nicht so viel reden kann oder nicht so sinnvolle Sachen reden kann, vor allen Dingen. Machen das am besten. So. Denn ich muss mich jetzt hier einfach wirklich konzentrieren und. So. Da kann ich nicht wirklich irgendwie ein Thema ansprechen, was ich machen würde gern. Vor allen Dingen ist mir gerade das Glas ausgegangen. Und ja, ich muss die Fenster noch anpassen. Hier, diese Fenster passen schon, weil das ist Vorhang und so. Nur die Bilder von denen, von dem Flecki hier und von dem Kirchenfenster, muss ich noch umändern. Dass ich hier einigermaßen schöne Fenster habe, so. Oh, und das ist auch schon fertig. Die 15 und die 32. Kann ich auch mal schön reinordnen. So, da. Und mir gleich eine Spitzhacke machen bei der Gelegenheit. Oder am besten gleich zwei, wenn meine vorherige ist natürlich schon komplett im Arsch. Wortwörtlich gesagt. Warte mal, das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Was ist denn das? Spinnweben oder was? Spinnnetz. Seide. So heißt das Teil. Schaufel brauche ich auch noch. So, da ist das Eisen. Jetzt hier noch eine Schaufel gezimmert. Und das, was ich noch gebraucht habe, ist Glas. Ach, da kann ich mal das Brot rein tun. Wo habe ich das Glas hingetan? Glas. Ich glaube, das ist hier in der Sand. Ach, wir haben gar kein Glas mehr. Na, dann wird es mal schleunigst Zeit, dass ich verschmelzen gehe. Ich habe zurückgeschrieben bekommen. Ah, okay, sag dann halt Bescheid. Ja, seine SMS ist jetzt im Internet. So, habe ich da noch Kohle überhaupt? Ui, 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 ui. Kohle farmen, Kohle farmen, Kohle farmen. Das nächste, was wir machen, ist in eine Mine gehen. Also nicht in eine Mine, sondern. Ihr wisst, was ich meine. In eine Höhle. Wir müssen eh noch Höhlen erkunden, Höhlen erleuchten. Somit trifft sich das ganz gut. Haben wir gleich ein bisschen Kohle, ein bisschen Rohstoffe. So. Und Diamanten brauchen wir auch wieder. So geht das nicht. Eieieiei. Mit mir ist das eine Wirtschaft, ey. Geht das? Nein, natürlich nicht. Brauche ich ein Crafting Table. Da, so. Ich will mir natürlich eine Bildsuppe machen, dass ich für alle notfälligste Notfälle gewappnet bin.
und keine Fackeln habe. Das ist total schlau und so. Na, wisst ihr. Werde ich mir gleich hier die 7 Kohle rausnehmen und noch Fackeln machen. Und eine Fackel platzieren. Naja. So. Yay! Banana Lead. Vielleicht kennen ein paar das Spiel Banana Slumber. Ich glaube, das war ein NES-Spiel, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Bin mir jetzt aber nicht ganz so hundertprozentig sicher, müsste ich nachschauen. Aber mir kommt es halt so vor, dass das ein NES-Spiel war. Wenn nicht, korrigiert mich bitte, wenn es einer weiß. Ui, da habe ich auch noch so viel Koppel. Und auf. In die Höhle. In die Pilzhöhle. Das ist jetzt unsere Pilzhöhle. Und ich weiß nicht, warum ich das sage und nicht das. Obwohl das ja viel das Deutsch ist. Der Deutsch ist sehr gut. Der Deutsch von mir, sein gut. Gut Deutsch, gut. Und... So, ich muss mir noch schnell was aufschreiben. Die Uhrzeit, wo ich mir genießt habe, 16:30. Und dann geht's auch schon weiter hier. Ja, schon wieder ein bisschen Kohle und mein Spitzhacke ist kaputt. Ja, ich bin ein bisschen verschnupft. Der ein oder andere mag es vielleicht hören. Wenn ihr es nicht mitbekommt, bin ich froh. Wird aber wahrscheinlich jeder mitbekommen, dass ich ein bisschen meine Nase jetzt zu ist. Und somit gehe ich mich jetzt nochmal kurz schneuzen. Und sag mal, dass ich jetzt sofort wiederkomme. Und ja, ich komme gleich wieder. Bis dann. So, und da sind wir auch schon wieder. Eine freie Nase und eine Millisekunde später. Millisekunde für euch, nicht für mich. Für mich war es ein Nasenschneuzen später. Und irgendwie reagiert meine Maus ziemlich unempfindlich, kommt mir so vor. Naja, jetzt kann ich das kleine Thema hier auspacken, was ich vorbereitet habe, wenn ich hier so ein paar Materialien sammle. Ich hoffe, ich kriege das auf die Reihe, dass ich ein bisschen was erzähle darüber, währenddem ich hier Sachen abbaue. Und komme nicht so wieder in so einen epischen... Ach, habe ich Schwierigkeitsgrad? Schwierigkeitsgrad? Normal, passt. Okay, hier ist nichts mehr. Und das Thema, was ich vorbereitet habe, ist Mobbing. German Let's Play dürften die einigen von euch kennen. Hat das Thema auch gerade erst in seinem Minecraft Let's Play behandelt. Und was ich jetzt hier mache, ist einmal kurz zwischenspeichern. Let's Play in Aufnahme nach Route 058. Enter. Writing. So, und jetzt geht's schon weiter mit dem Thema. Also Mobbing, das ist sowas, wird irgendwie totgeschwiegen. Totgeschwiegen, sagt man das so? Ja, so ungefähr. Also jeder weiß, dass es gibt, jeder weiß, dass es tagtäglich passiert. Und irgendwie spricht man nicht darüber. Ich finde, so ein Thema gehört einfach einmal angesprochen und deswegen mache ich das auch hier, dass vielleicht einige auch meine Meinung dazu wissen. Wird auch als Videoantwort bei German Let's Play, bei dem einen Let's Play Part gepostet. Ich hoffe, wenn du Manuel, ich auch Manuel, das jetzt gerade anschaust, ich hoffe, dass du diese Videoantwort nimmst, weil ich würde auch gern meine Meinung an ein paar mehr Leute bringen als meine Abonnenten. Und dann können wir vielleicht auch in den Kommentaren diskutieren, also bin ich auch offen dafür. Ich schreibe auch jedes Kommentar zurück. Ist jetzt so eine kleine Art Vorstellung so, ein bisschen. Es kann natürlich auch sein, dass das Monate später erst passiert, dass die Videoantwort angenommen wird. Einfach viel zu tun und so. Also meine Meinung zu Mobbing ist einfach, es ist Kacke. Im Klartext, es ist Kacke. Die eigentlichen Mobber da, die machen sich gar keine Gedanken,
wie es dem Opfer da geht, wenn es tagtäglich so ist, dass es fett, schwul oder keine Ahnung was beleidigt wird. Die sollen einmal vor der eigenen Haustür kehren. Sagt man so schön.